Hallo, liebe Spielenden, willkommen zurück, Spielenden. Ja, ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Willkommen zurück zu dem Totenländer Blackwood Add-on hier. Ja, Totenländer. Ihr seht, ich bin schon drauf vorbereitet. Und hier steht ein Vampir. Wir haben es heute richtig gruselig. Wir sind nämlich hier in Blackwood und versuchen gerade den Gefährten Bastian Helix zu bekommen. Und ob das klappt oder nicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Dafür versuchen wir hier weiter durch diesen, ja, Dungeon zu laufen. Ich habe mich auch jetzt schon gestärkt. Ich kann jetzt also schon ein bisschen länger mit euch weitermachen. Ich habe hier nämlich gerade so den Sitis-Trank gefunden. Soll ich euch mal gerade zeigen. Das ist jetzt keine Dauerwerbesendung. Ihr dürftet theoretisch nicht sehen, was es ist. Aber ich habe wenigstens den Sitis-Trank hier. Boah, ist echt dunkel, ne? Man sieht nichts. Krass, oder? Aber dass da ein Totenschädel drauf ist oder so, seht ihr, ne? Ist ein Energy-Drink. Also. Aber cool, ne? Mit dem Skelett drauf. Und passt so richtig zu mir im Moment. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt wieder fit. Haha, sehr schön. Deshalb auf geht's in die nächste Runde. Ich pack mal jetzt hier gerade mal das weg. Das hier könnt ihr übrigens anfordern, solche Verwandlungen, die ich hier gerade anhab. Ne? Also ihr könnt theoretisch mich hier sogar als Banane rumlaufen lassen, wenn ihr das möchtet. Ne? Das geht also auch, dann ist es nicht mehr ganz so gruselig. Wenn ihr verwandelt mich nutzt mit den Gari-Punkten, dafür müsst ihr kurz auf Follow drücken. Meine Hand ist hier so eine komische Schale, die tun wir mal weg. Also kurz auf Follow drücken und dann sammelt ihr Gari-Punkte und dann könnt ihr verwandelt mich machen und dann verwandle ich mich für euch. So, und Aidan hat Punkte gesammelt und möchte eine Lebensweisheit haben von mir. Ja, heute habe ich etwas verrücktere Lebensweisheiten. Und ihr kennt ja meine Lieblingslebensweisheit bestimmt schon. Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles. Die kann ich nicht oft genug wiederholen. Die ist wirklich meine Mega-Lebensweisheit. Aber es gibt da noch so eine bisschen lustige in zwei verschiedenen Formen. Die wollte ich euch mal sagen. Wer seinen Kopf in den Sand steckt, begibt sein Gesäß in eine gefährliche Position. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, immer weitermachen, immer cool bleiben, immer aufrecht gehen. Passt also auch zum, im Falle eines Falles ist richtig fallen alles. Ne? Immer wieder aufstehen und weitermachen. Nicht den Kopf in den Sand stecken, weil das Gesäß und so. Aber es gibt den noch in anderer Form, nämlich wer den Kopf in den Sand steckt, wird mit den Zähnen knirschen. Ne, passt auch. Das ist auf jeden Fall meine Lebensweisheiten heute. Oder meine eine Lebensweisheit heute. Das war die erste. Von daher, ja. Also das mit dem Kopf in den Sand stecken, ist nicht gut. Nicht machen. Einfach immer weitermachen. So, sehr schön. Dann haben wir auch eine Lebensweisheit heute erzählt. Ich hack das jetzt mal hier ab. Eben gab es schon einen Witz. Ja, manche Witze sind gut, manche Lebensweisheiten sind gut, manche sind aber auch schlecht. Kann immer passieren. Ich hoffe, die war jetzt einigermaßen. Kanntet ihr die schon? Kanntet ihr sie noch nicht? Kennt ihr sie in anderer Form? Dann einfach, einfach kurz in den Chat, wie ihr sie kennt. Ich kenne, wer den Kopf in den Sand steckt, wird mit den Zähnen knirschen. Doch, macht Sinn, oder? Ja. Okay, machen wir mal weiter. Auf geht's. Kanntest du noch nicht, das ist gut. Das, ja, solche Weisheiten gibt es nur bei Garion hier auf dem Kanal. Deshalb immer Follow drücken, immer dabei bleiben. Okay, jetzt, wie war die der Entscheidung denn von euch? Ihr durftet abstimmen, ob wir ihn freilassen oder ob wir einem Vampir nicht trauen und ihn hier eingesperrt lassen. Ich guck mal an, was ihr da so gewählt habt, ob ihr überhaupt mitgemacht habt. Also, ihr wollt ihn alle rauslassen. Heftig. Wie seid ihr denn drauf? Ihr traut einem Vampir? Das hätte ich ja nicht gemacht. Ihr könnt doch keinen Vampir frei rumlaufen lassen. Wir sind doch hier nicht bei Blade. Mann, Mann, Mann. Okay. Dann muss ich auf euch hören. Gut, ich lasse euch heraus. Vielleicht könntet ihr, bevor ihr davon eilt, diese Zelle aufschließen. Ein Gefallen im Gegenzug dafür, dass ich euch den Schalter gezeigt habe. Lasst mich euch versichern, dass ich meine Triebe im Zaum halte. Ich werde euch nichts tun.
Ich habe doch schon gesagt, sagt mir zuerst, wie ihr die Zelle... Okay. Ich kam in der Hoffnung her, dass... Ja, das wäre eine elegante Lösung. Ich bin immer noch zur Dankbarkeit fähig, Fremder. Gut. Ich will nur meine Freiheit. Ich lasse euch heraus. Vielleicht könntet ihr, bevor ihr davon eilt... Ach so, ich muss die Zelle aufschließen. Okay. Er sagt dann zwar immer noch das Gleiche, aber ich soll einfach nur die Zelle aufschließen. Gut, machen wir. Jetzt wird's spannend. Will er angreifen? Wird er böse? Was habt ihr da angestellt? Was habt ihr da angestellt? Hab dann. Vielleicht ist der Freund, nach dem ihr sucht, noch am Leben. Och, hat ja gut geklappt. Ihr habt meinen Dank. Ich gab euch mein Wort, dass ich euch oder eurem Freund kein Leid antun würde. Und das werde ich halten. Hütet euch vor der Tochter von Sitis. Das Ding, das sie ihren Bruder nennt, ist ein Fleisch-Atronach. Ah, noch ein Tipp. Gut, danke für die Info. Dann öffnen wir jetzt mal den Geheimgang. Und weiter geht's. Ha, ich wusste es. Es macht mir immer Spaß, richtig zu liegen. Da ist doch ein Geheimgang. Sehr schön. Da können wir also durch. Grevin ist schon weiter. Wir gehen jetzt einfach auch mal durch. Mit der können wir nicht mehr reden. Ne, mit Grevin haben wir gerade gesprochen. So, und jetzt... Das sollte uns geradewegs zum verborgenen Tempel des Kults bringen. Kommt! Ja, okay, machen wir. Wir sind, glaube ich, gleich Wartet durch. Einen Moment, bevor wir weitergehen. Ich habe nachgedacht. Okay. Ich bin schon einmal von einer schlimmen Lage kopfüber in die nächste gestolpert. Ich versuche jedoch, aus meinen Fehlern zu lernen. Ich habe nachgedacht. Es ist sehr wohl möglich, dass wir Quistley Silvel nicht lebend finden werden. Was geschieht, wenn ihr mit leeren Händen zurückkehrt? Nichts Gutes. Ich würde nicht so weit gehen, gleich zu sagen, dass wir entweder Quistley retten oder ich seinen Platz einnehme. Doch das kommt dem schon nahe. Ich muss mich wirklich dringend von Lars Tool befreien. Ich konnte ihn nur ebenso überzeugen, mir diese Chance zu geben. Eine weitere bekomme ich nicht. Was schlagt ihr vor? Das mag makaber klingen, aber wenn Quistley tot ist, hätte ich gern seinen Siegelring. Er ist groß, aus Gold und mit Rubinen besetzt. Wenn ich ihn Lars Tool bringe, kann ich belegen, dass ich meinen Teil unserer Abmachung eingehalten habe. Und er würde das als Begleichung meiner Schulden ansehen. Erst müssten wir Quistley finden, ob nun lebend oder tot. Da kommt jemand. Da seid ihr. Ich habe mit dem Kultisten meine Zeit vergeudet. Er wusste nichts. Ich bin froh, dass ich euch eingeholt habe. Oh, ich sehe, ihr habt diese Tenarei gefunden. Seid wachsam, mein Freund. Und da ist Bastian, unser nächster Gefährte demnächst. Ihr habt unserem gefangenen Kultisten richtig Angst gemacht. Er lag schluchzend am Boden, als ich aufgab und ihn zurückließ. Ich habe aber einen erstaunlich gesprächigen Vampir getroffen. Er hat mir verraten, in welche Richtung ihr gegangen seid. Und ganz im Ernst, dreht Tenara lieber nicht den Rücken zu. Habt ihr etwas Neues über diesen Kult erfahren? Unser verängstigter Freund sagte mir, Quistley wäre sehr von dieser Tochter von Sitis eingenommen. Das passt zu ihm. Ich würde meinen, er hat ihr erzählt, dass seine Familie reich ist. Daher lässt sie ihn am Leben, um Lösegold zu fordern. Wir werden sie wahrscheinlich in jenem Schrein finden, den man das Gotteshaus des Hohens nennt. Lösegold ist so lustig. Statt Lösegeld, Gold, das ist... Tenarei weiß, wo das Gotteshaus ist, doch sie meint, man hätte Quistley vielleicht schon geopfert. Sie wirkt wie jemand von der Sorte, die stets mit dem Schlimmsten rechnet. Ich bleibe zuversichtlich. Ich verstehe mich nicht immer mit Quistley, aber ich will nicht, dass er vom Kult geopfert wird. Oder dass ein Räuberbaron ein mahnendes Exempel an ihm statuiert, was das angeht. Okay, jemand muss Quistleys Schulden in Leerwin bezahlen. Nicht zum Preis seines Lebens. Mir wird schon etwas einfallen. Das tut es immer. Doch nur für den Fall der Fälle warne ich Tenarei, dass sie besser nichts Törichtes versuchen sollte, sobald wir bei Quistley sind. Sie hat mich einmal überrumpelt. Das wird nicht wieder passieren. Lasst uns ihn erst einmal finden und dann können wir das alles klären. Ihr werdet euch nicht einmal entschuldigen, oder? Tut mir leid. Haltet einfach Abstand zu Quistley. Er fällt unter meine Verantwortung.
Ja, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt langsam ankommen. Halle von Sitis. Da sind wir jetzt. Oh. Auch wieder kein Boss. Aber ich tu's trotzdem. Den Spruch hatte ich auch noch nicht. Ich will euch nicht wehtun, aber ich tue es trotzdem. Okay. Gut. Nicht schlecht. Wie viele Viecher hier rumlaufen. Ich finde das so lustig hier. Alles, was hier rumläuft, bin nur ich. Boah, wir sind voll die Gang hier. Krass. Okay, und der nächste Raum. Kommen wir irgendwann mal da an, wo wir hin müssen. Wie viel ist es denn noch? Ah, ich glaube, wir haben es jetzt bald. Quistley! Ich tauge gerade nichts im Kampf. Was ich euch, mein was Bruder. Macht ihr hier? Tötet Haut diese ab. Eindringlinge. Bisschen durcheinander. Oh. Oh je, ich gehe aus dem Weg. Jetzt hat mich sogar der Pups erschreckt, Opa Rein. Ich versuchte alles gerade nochmal nachzulesen, was hier steht. Umso später der Abend, umso schlimmer das Niveau. Oder nee, umso schöner die Gäste waren es, ne, eigentlich. Aber ich erinnere mich da immer an dieses Video mit der Panda-Mutter, die ihr Panda-Baby da so liegen hat. Und das Baby dann auf einmal so hatschi. Und die Mutter so voll so am Bambus am Kauen und dann so auf einmal so voll am im Schock. Bei mir passiert das immer bei Opa Rainer, ey. Das ist, nee, was macht ihr hier mit mir? Was habe ich da für eine Option auf meinem Kanal eingeschaltet? Aber ich lasse drin. Ab und zu mal ein Schock. Hilft zum Wachbleiben. So, da ist sie. Lalay, Tochter von Sitis und ihr Bruder von Lalay. Der Fleischertron nach. Wir wussten schon alle und jetzt machen wir sie platt. Okay, das ging schnell. Ich muss mit einer großen Familie lernen, sich zu wehren. Der kleine Lump. Ja, Miri bringt immer einen Spruch und halt der NPC, der gerade hier in der Quest drin ist. Ich glaube, das wird noch oft passieren jetzt im Spiel, weil die NPCs laufen ja oft in Quests mit und geben irgendwelche Geschichten zugunsten und wenn Miri jetzt immer dabei ist, gibt ihr halt auch immer ihren Kommentar ab oder Bastian. Das wird glaube ich noch oft passieren, dass die sich jetzt übereinander immer so treffen, die NPCs aus der Quest mit dem Gefährten, dass die vom Ton her sich nicht hintereinander abspielen. Ihr habt es ja gerade wieder gehört. Also als wir hier reinkamen, haben alle übereinander gesprochen und jetzt, wo wir den Kampf gewonnen haben, haben auch wieder alle übereinander gesprochen. Ich glaube, das wird noch öfter so passieren jetzt. Bin mal gespannt, ob Zenimax das irgendwann löst, dass die Gespräche hintereinander abgespult werden statt übereinander. Schwierige Sache. Zwei Tonspuren, zwei Tonfiles. Da kann man nicht gucken, welche zuerst läuft. Wie könnt ihr nur? Lalle hätte mir nichts angetan. Das hat sie gesagt. Sie bringt Leute um, ihr. Ihr Trottel. Ihr wärt wohl der Nächste gewesen. Ich spreche weder mit euch, Bastian, noch mit dieser rüden Dunkelelfin, die mich gerade ausgelacht hat. Lalay ist auf jeden Fall jetzt tot, das ist die Hauptsache. Wollt ihr über etwas reden? Ne, mit dir gerade nicht. Es wäre nett, wenn Quistley nur einmal etwas Anerkennung dafür zeigen würde, dass ich ihm aus der Patsche helfe. Ich glaube nicht, dass er begreift, in welcher Gefahr er war. Und Opa Rainer lacht auch nochmal ganz kurz hier und gibt uns einen LOL-Sticker. Danke für die 25 Bits wieder, Opa Rainer. Langsam aber sicher füllt sich die Anzeige da unten, die ganz tief hinten rechts im Bild, diese Anzeige für Sticker-Party. Ich glaube nicht, dass wir die heute noch zusammenkriegen, aber wenn wir 2000 Bits zusammen haben mit den Stickers, dann dürft ihr alle Sticker kostenlos benutzen für eine gewisse Zeit. Dann gibt es hier eine Sticker-Party, dann ist das ganze Bild voller Sticker. Und genau, also ihr wisst Bescheid. Vielleicht kommt in dem nächsten oder übernächsten Stream mal eine Sticker-Party. Und genau, und da unten drunter seht ihr es.
extra Emote-Slot, wenn die Abonnenten erreicht sind, die da unten drunter stehen, also die 100%. Ich glaube, es sind insgesamt 15 Abonnenten, die wir haben müssen. Da müsst ihr 10 sein oder so, oder 11. Ich kann es nicht genau erkennen, ist zu klein für mich gerade. Genau, dann haben wir einen neuen Emote-Slot für Abonnenten. Das wäre doch schön, wenn wir das auch irgendwann mal hinkriegen. Ich denke schon, also im ersten Monat ging das schon richtig gut zur Sache und ich glaube, wir kriegen auch im zweiten oder dritten Monat noch so den einen oder anderen, der hier bestimmt abonniert. Das bin ich echt mal gespannt. Also ich glaube schon. Also es werden immer mehr Zuschauer, das muss ich sagen. Also Twitch funktioniert irgendwie. Bei YouTube waren es immer so die gleichen von der Anzahl her, so immer so 3 oder 4 und hier sind es manchmal 20, hier sind es manchmal sogar 60 bei WoW. Bei Star Trek Online waren es vorerst mal 15 oder so, also läuft. Twitch ist interessant, muss man sagen, als Streamer auf jeden Fall. Das gefällt mir. So, jetzt bin ich wieder völlig ab, aber wenn ihr hier immer klebt und so, ihr lenkt mich immer von der Geschichte ab. Aber finde ich gut, so kommen wir auch ins Gespräch. Ey, wer seid ihr denn? Quistli Seville, jetzt spreche ich mal mit dir. Ihr habt alles verdorben. Ihr und dieser dumme Tölpel, den mein Vater mir immer hinterher schickt, um mir das Leben schwer zu machen. Und wer auch immer diese Dunkelelfin ist, die hereinplatzt und mir das ganze Leben versaut. Für wen haltet ihr Leute euch eigentlich? Jetzt muss ich wieder das Spiel unterbrechen. Vielen Dank an Aidan9437 für die 325 Bits. Das ist richtig nice von dir. Vielen Dank für die Spende. Nur leider haben, ich glaube, du hattest vor, diese die 1675 von der Stickerparty aufzufüllen auf die 2000, dass man die Stickerparty machen kann. Du hast sie leider nur gespendet jetzt. Was heißt nur gespendet? Du hast sie super gut für mich gespendet. Aber die Stickerparty klappt nur, wenn du auf dieses Herzchen drückst im Chat oder im Video. Also wenn du auf... Wow. Ja, genau. Da ist es genau so. So geht das mit den Stickern. Jetzt ist ein Sticker da. Aidan hat jetzt richtig genau... Jetzt hast du 100 Bits auch wieder gespendet. Also genauso wie gerade eben. Eben hast du 325 Bits gespendet. Jetzt hast du halt 100 gespendet. Und genau, das geht jetzt mit den Stickern. Jetzt geht auch der Stickerzähler hoch. Und jetzt hast du einen Sticker geklebt. Und jetzt kommt hier... Alles Mögliche an Stickern. Vielen Dank, Aidan. Jetzt haben wir schon zwei, das hatten wir auch noch nicht, zwei Sticker auf einmal im Bild. Das ist ja cool. Ja, schön, danke dafür. Aber genauso, das ist diese Sticker-Party. Und das klappt also schon mal super. Jetzt bist du, glaube ich, auch schon, Platz 4, genau. Das ist ja schon lustig, ne? Also 800 Bits, boah. Vielen Dank dafür, hast du bis jetzt gespendet. Sehr nice, danke sehr. Das freut mich sehr heftig. Nett. Aber wir kommen so nicht weiter. Wenn ihr immer so viel spendet, kann ich nicht spielen, Leute. Lasst mich doch mal zocken. Kommt, ich freue mich dafür wenigstens. Da gibt es wenigstens ein schönes, verrücktes Bild von mir. So. Einer macht weiter, der klebt jetzt hier nochmal einen Sticker für einfach Nein. Der pupst nochmal. Oh, was ist jetzt los? Jetzt geht's los! Jetzt haben wir die Sticker-Party. Leute, ihr dürft noch viel mehr Sticker jetzt benutzen hier. Alle, ihr dürft mitmachen. Einfach mitmachen. Und Sticker wählen. Einfach einen Sticker aussuchen. Kleben den Sticker. Immer draufhauen hier. Die kosten jetzt gerade nichts. Jawohl, da kommen die Sticker. Es klappt. Sehr nice. Das ist cool. Ja, das sieht doch cool aus, ey, was er da jetzt alles für Sticker geklebt hat, ey. Wie sieht das denn aus? Ein Einhorn, das furzt. Wie geil ist das denn? Sehr nice. Wir haben die Stickerparty gestartet und es ist alles. Alles versaut. Man sieht nichts mehr. Ach,
vollkommen zerstört, das ganze Bild. Ja, ich quest mal weiter, oder? Sollen wir mal weiter questen oder warten wir, bis die Sticker weg sind? Sehr vielen Dank für diese Sticker-Party. Das war mal wieder richtig lustig und richtig bunt. You died. Was ihr hier Totenköpfe macht ihr auf das Bild. Ihr packt irgendwelche Häufchen aufs Bild. Also Furzen, Häufchen, Totenköpfe. Was ist das hier für ein Stream? Sehr gut. Vielen lieben Dank für deinen Support. Sehr cool. So, jetzt aber. Sticker Party ist abgeschlossen. Willst du den Platz 3 haben? Oh, das wird schwer. Du könntest Platz 1 machen. Es gibt ja diesen Cheer-Platz. Jetzt komme ich wieder zu einer ganz anderen Option. Es gibt ja diesen Cheer-Platz mit den Bits. Aber es gibt auch Abo verschenken, Nummer 1 werden. Das heißt, alle, die hier mal bei mir zugeschaut haben und Follower sind und so weiter, denen könnte man theoretisch, wenn man ein Abo verschenkt, dadurch ein Abo geben, damit er halt dann keine Werbung mehr kriegt und als Abonnent dann halt hier gelistet ist bei mir. Und wenn ihr das verschenkt, dann könnt ihr auch dort eine Top... Neuer Sub, ja. Du hast so abonniert mit Prime. Ach, cool. Ja, schön. Hallo als Abonnent. Das ist gut für den unteren Balken, für den extra Emote-Slot. Mensch, ihr, du bist hier gerade voll alles am raushauen, Aiden. Das finde ich super cool von dir. An alle anderen, sorry, aber Aiden hat gerade Spaß mit mir. Wir spielen gleich weiter. Keine Angst, wir kommen auch noch zum Krähenhof. Wir haben heute noch über eine Stunde. Wir machen bis 12 Uhr mindestens. Also kein Thema. Genau, das war jetzt dein Sub. Das ist, der gilt einfach generell als Sub. Da siehst du auf den Panels, ob du in den Top-Listen jetzt gelistet bist. Also auf meinen Garian-Info bist du jetzt... Ja genau, du bist den ersten Monat dabei. Genau, Shooter-Doctor ist den zweiten Monat dabei. Aber ab dem zweiten Monat landet man halt oben in der Liste. Bei den Panels... Aber ich meinte, über dem Chat gibt es halt dieses Abo verschenken. Und da kann man wirklich auch noch Top 10 kriegen. Aber Abo verschenken bedeutet halt nicht für dich, sondern für jemand anderes. Und das ist halt so eine Sache, da sieht man dann halt immer, wer verschenkt welche. Was kommt jetzt? Ich kenne das Bild nicht. Was war das jetzt? Ich kenne diese Melodie nicht. Unidab. Ach, wieder. Da. Jawohl, Moment. So. vom Einhorn der Depp. Sehr cool. Ich kann ihn irgendwie kriege ich den auch hin. Genau, jetzt muss ich mal gerade hier gucken. Jetzt klickt hier alles, es blinkt hier alles gerade bei mir bei Twitch. Du machst hier meinen ganzen Twitch-Kanal durcheinander. Jetzt hast du die 1000 geknackt. Und mit den 1000 hast du jetzt ein neues Emote bekommen hier auf dem Kanal. Das also auch nochmal für dich als... als Belohnung, Opa Rainer. Opa Rainer will unbedingt weiterspielen. Und wir kommen nicht mehr zum Spielen, weil die sich hier gegenseitig gerade die Bits um die Ohren hauen und die Furze und. Oh Gott, wo bin ich hier heute gelandet? Ihr seid so crazy. Ach, guckt aber mal, das ist aber doch schön hier, dieser Love-Sticker. Der ist doch richtig hübsch, oder? Love. Das ist doch richtig süß, das Love. Moment, passt da zu dem Sticker nicht? Das hier vielleicht? Oh, jetzt muss ich wieder ausschalten. Ist schon vorbei. Das hätte gut zu Love gepasst. Ha, was sehe ich heute wieder gut aus? Schalten wir es wieder aus. Okay. Boah, jetzt hast du dich aber hochgeschiert hier, wunderbar. Aiden, du schaffst es. Sehr nice, danke sehr für deine ganzen Bits, 100 Bits und nochmal 75 Bits. Das ist nett. Platz 3 kommt als nächstes. Aber was ich dir sagen wollte ist, oder was ich allen Zuschauern kurz sagen will, diejenigen, die jetzt hier so cheeren und dann die 1000 Cheers erreichen, und das hat Aiden gerade erreicht, die bekommen ein Emote zur Belohnung. Und dieses Emote wollte ich kurz mal zeigen, was jetzt Aiden da zur Belohnung bekommen hat.
ich muss hier die ganze Zeit im Techno-Modus bleiben. Opa Rainer macht den Hype und Aiden macht den Boom und es geht hier gerade richtig zur Sache, Leute. ihr bringt mich völlig durcheinander. Ich freue mich hier gerade so wie so ein Schneepferdchen oder, nee, wie heißt das? Wie ein Honigkuchenpferd, so grinse ich hier gerade die ganze Zeit, weil ihr einfach so verrückt seid und so lieb seid, aber jetzt wollte ich trotzdem das Emote zeigen und zwar das LOL-Emote hast du jetzt hier bei mir auf dem Kanal. Wenn du unten also Gary-Emotes aufmachst, kannst du jetzt dieses hier benutzen. Ich muss nämlich jetzt auch gerade mal lachen, weil das ist einfach total crazy, was ihr macht. Dieses Emote hast du dir durch den Cheer verdient und durch das Abo, was du gerade eben abgeschlossen hast, hast du dieses Emote verdient. Vielen Dank für das alles. Noch 3 Abonnenten und wir können noch einen zusätzlichen Emote-Slot bekommen hier. Sehr nice. Und es läuft. Es läuft. Der Opa Rainer hat schon das Hype-Emote. Genau, das kriegt man bei 5000 Bits. Das ist natürlich extremst viel. Aber Opa Rainer hat richtig reingehauen. Und deshalb hat er noch ein Emote mehr. So läuft das auf meinem Kanal. Jetzt aber weiter hier in der Quest erstmal, damit wir uns ein bisschen konzentrieren können. Mit euch macht das heute richtig Spaß zu streamen. Also, ihr macht zwar nur Aufkleber die ganze Zeit und irgendwelche Geräusche, aber ja, keine Sorge, Platz 3. Mal gucken. So, ihr habt alles verdorben. Ihr und dieser tumpe Tölpe, den mein Vater mir hinterhergeschickt hat. Er meint jetzt hier den Bastian. Das ist ja ein ganz netter, der Bastian. Aber er mag ihn nicht. Der Pflegebruder. Wir wissen jetzt, adoptierte Kinder heißen Pflegebruder oder Pflegeschwester. Und wer auch immer diese Dunkelelfin ist, die hereinplatzt und mir das ganze Leben versaut. Für wen haltet ihr euch eigentlich? Wir haben euch das Leben gerettet. Die Kultisten hatten vor, euch zu opfern. Nun, das ist nur eure Meinung. Alle hier behandeln mich wie einen Ehrengast. Und Lalé, die Tochter von Sitis, hat mich als ihren Gefährten auserkoren. Sie meinte, sie würde mir bald den Kuss von Sitis geben. Warum musstet ihr mir das verderben? Oh, Aiden, du haust mir das Trommelfeld weg. Sind jetzt alle wieder wach? Alle, die gerade eingeschaltet haben, auf Follow drücken, damit er noch viel öfter solche Geräusche hier hört. Nicht erschrecken, das ist hier normal. Hier geht manchmal die Party ab, obwohl wir eigentlich Elder Scrolls im Mittelalter spielen und ganz vernünftig unterwegs sind. Hier ist manchmal Clown-Show. Also, ich bin manchmal ein bisschen crazy hier. So, jetzt aber. Bastian sagte mir, eure Eltern wünschen eure Anwesenheit. Ich fasse es kaum, dass sie mir Bastian nachgeschickt haben. Sie behandeln mich wie ein Kind, das sich verlaufen hat. Jetzt tröten hier Opa Rainer und Aiden um die Wette. Beiden Dankeschön für die 100 Bits. Und das Verrückte ist halt, ich fühle mich wie im Stadion. Ey. Jetzt fehlt nur noch der Ball und das Tor und alle so, yay, Tor. Aber da habe ich zum Glück kein Geräusch für und kein Emote für. Okay, ihr habt Glück, hier lebend rauszukommen. Ganz gleich, wer Anspruch auf euch erhebt. Anspruch auf mich? Ich bin doch kein Sack Mehl, um den man falschen kann. Oh, sehr gut. Bastian arbeitet für mich. Also indirekt. Ich werde mit ihm gehen. Ich kann der Dunkelelfin einen Zahlschein für ihren Grobian von einem Auftraggeber ausstellen. Er ist eine schreckliche Person. Ich bin mir nicht sicher, ob die Entscheidung bei euch liegt, Quinsley. Jo, dann fragen wir mal sie, ob sie mitnehmen will. Bastian scheint Quinsley nicht allzu sehr zu mögen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Wir haben unsere Notizen verglichen, während ihr mit diesem albernen Trottel gesprochen habt. Bastian meinte, er hätte vielleicht eine Idee, die Dinge für uns beide regeln könnte. Ihr wollt Quistley gar nicht Lars Tool ausliefern? Vor vielen Jahren habe ich alles verloren, um meinen Bruder aus einem krummen Handelsgeschäft herauszuholen. Und ihn gleichzeitig aufs Kreuz zu legen. Oh, Leute.
Wieder vielen Dank für die 100 Bits. Ich muss das, glaube ich, irgendwann ausschalten. Alter, du bist Platz 3. Du hast es geschafft. Top 10. Du bist der Bronze-Teilnehmer hier mit den Bits und mit dem Krach. Ihr seid so crazy. Oh, Leute. Schmeißt doch nicht eure ganzen Bits raus, Leute. Das ist super nett, aber ich möchte doch mal spielen. Es ist so geil. Ja, echt voll der Bitkrieg, ey. Hier steppt der Bär. Miramis kann gar nicht auf dem Sofa einschlafen. Die guckt mich so oft auf dem Sofa. Die sagt immer, sie fällt vom Sofa, aber ich glaube heute. Heute hält sie sich einfach krampfhaft fest. Ach nee, was macht ihr mit mir? Komm, wir schalten wenigstens auf Elder Scroll-Modus um hier. Das muss jetzt auch mal sein. So verrückt, wie ihr heute seid, werde ich jetzt auch mal hier in den Kampfmodus gehen. Sehr schön, weiter geht's. Ja, das klingt riskant. Wo waren wir dran? Wenn Bastian bereit wäre, mit mir zusammenzuarbeiten und vielleicht die ganze Sache mit dem Niederschlagen und dem Fesseln zu vergessen, denke ich, dass es genug Spielraum für einen Kompromiss gibt. Ich werde mit ihm sprechen und herausfinden, was er denkt. So, dann fragen wir ihn doch mal, was er dazu denkt. Sobald ich Christian lasse ich das hinter mir. Ich habe meine Schuld gegenüber seiner Familie zu verdreifacht beglichen. Nun, schon vorbei? Ja, da muss ich mich schnell wieder umziehen. Ich war gerade mitten im Modus hier. Mensch, ich hatte mich gerade so schick gemacht für euch. Und jetzt ist es schon wieder vorbei. Ach nee. Wenn ihr so viel spendet, danke für die 150 Bits jetzt wieder, dann muss ich einfach auch mal meine verrückten Masken anziehen. Auch wenn ich das eigentlich nicht so gerne mache. Opa Rainer hat Disco-Lichter an. Nein! Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich so fertig. Ich mach mal Disco-Lichter an. Einen Moment gerade. Ich muss dafür kurz die Kamera mal ausmachen. Gebt mir einen Moment. Ihr macht mich heute fertig. Disco-Lichter. Okay, die gibt's jetzt gleich. In einer Minute. Kurzen Moment. Ihr habt es so gewollt. Jetzt habt ihr die Disco-Lichter hier. Boah, was habe ich mich jetzt angestrengt, oder?
Jetzt habe ich aber richtig Arbeit gehabt hier. Heftig. Und sieht's gut aus? Jetzt habt ihr mich in Shorts gesehen. Oh Gott, oh Gott. Yes. Das ist mal richtig Party hier. Sehr schön. Wir machen heute hier richtig Extremsparty, oder? Mann, was hier alles passiert heute. Okay, aber Applaus, Applaus, Applaus. Jetzt geht's mit der Story weiter. Mensch, 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 Mensch. Jetzt haben wir sogar Disco. Jetzt geht's richtig zur Sache. Wo waren wir dran? Könnt ihr mich noch mal kurz erinnern, was wir hier gerade vorhatten? Ach ja, wir waren Elder Scrolls am Spielen. Genau, ja, jetzt, wo ihr sagt, jetzt weiß ich's wieder. Sehr schön. Genau. Ja. Und zwar, sobald wir Quinsley herausgeholt haben, lasse ich das hinter mir. Gut, was ist euer Plan? Erst müssen wir Quinsley in den Tempel lassen. Nicht mehr als jeder andere, der ihn trifft. Aber dieser Verbrecher, dem sie Quinsley übergeben würde, könnte ihn umbringen. Okay, wird Quinsley da mitmachen? Ich werde drohen, seinen Eltern von der ganzen Sache zu erzählen, wenn er sich weigert und nicht direkt nach Dolchsturz reist. Quistley weiß, dass Fürst Silvel ihm jegliche finanzielle Unterstützung verweigern kann. Das ist die einzige Drohung, die ihm wirklich Angst machen wird. Er müsste sich seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Okay, und was ist mit Tenari? Ich glaube, wir können alle heil aus dieser Sache herauskommen. Wir schicken Quistley nach Hause. Heimlich. Dann sorgen wir dafür, dass Tenara etwas hat, was sie Lars Tool bringen kann. Hab Dank, mein Freund. Ich glaube, Fürst Silvel würde zustimmen, dass ihr eure Bezahlung verdient habt. Jo, das glaube ich auch. Ich habe hier wirklich heute richtig viel für Bastian Hallix getan. Alter Schwede. So, jetzt kriegen wir ihn als Gefährtin. Gefährten. Der ist keine Gefährtin. Ich trinke immer noch hier den Sitis-Trank, ne, mit der Horrormaske. Mit dem Skelett, jawohl, jetzt fühle ich mich gut. War kein Bier, kein Alkohol. Alkohol macht Birne hohl. Lebensweisheit von Garian heute. Danke für die 25 Bits nochmal an Aidan und an den YOLO-Sticker. Nochmal 125 Bits und nochmal 200 Bits für den Schrei. Also richtig viele Bits heute hier. Und Opa Rainer, wie findest du die Disco-Lichter? Du hast sie angefordert, du hast deine Punkte dafür geopfert. Sieht's gut aus? Oder, komm, wir machen es noch ein bisschen weiter. Gefallen dir die Disco-Lichter also nicht? Soll ich vielleicht noch ein bisschen mehr einspielen hier? Vielleicht so? Reicht das jetzt? Also viel bunter kriege ich es heute nicht mehr hin. Puh, jetzt Quest abschließen. Konkurrenz und Kontrakte, sehr schön. Was meint ihr, Tenarei? Seid ihr gewillt, es zu versuchen? Ich werde Lars Tool einen Beweis für Quistleys Tod bringen müssen. Welche Art von Beweis braucht ihr? Ich bin doch nicht tot! Wenn ich Lars Tool Quistleys Siegelring bringe, wird er mir glauben. Das habe ich mir auch gedacht. Ich werde den Silvels erzählen, Quistley hätte den Ring seiner Schulden wegen verkauft. Ich bin noch hier! Dieser Ring sollte reichen. Er könnte sogar einen Großteil seiner Schulden abdecken. Was? Mein Ring? Ich gebe euch rein gar nichts! Bastian, haltet dieses Weib von mir fern. Ups, umgehauen. Der hat auch Spaß. Bitte sehr. Ich sorge dafür, dass Quistley versteht, dass er aus Dunkelforst wegbleiben muss. Hab Dank. Damit sollte meine Schuld bei Lars Tool beglichen sein. Und vielleicht auch eure gegenüber diesem undankbaren Kerl und seiner Familie. Wir sollten diesen Ort verlassen. Ich schicke Quistley los, sobald er zu sich kommt. Und damit haben wir alle beide Gefährten freigeschaltet. Jetzt können wir hier in der Auswahl beide nutzen. Und Bastian Hallix können wir uns mal kurz durchlesen. Bastian Hallix gilt als entschlossen und ehrlich. Er Moment, es ist wirklich kein Alkohol. Personifiziert. Meine Güte. Damit die beste Eigenschaft des Hochpfälzer Adels.
Aber kann ein rechtschaffender Mann in einer Welt voller Gier und gebrochener Versprechen bestehen? Ruft diesen Gefährten an eure Seite und beweist, dass Tamriel noch immer seine tugendhaften Wächter braucht. Ja, mit ihr Geheimnisse entdecken, mit ihm tugendhafte Wächter. So, und das war's erstmal für die beiden Gefährtenquests. Jetzt machen wir noch die Krähenquest, die Geisterkrähenquest in einem Dungeon. Ich bin mal schwer gespannt, was dort die Krähen zu sagen haben. Ja, die können hier reden in dem Spiel. Und ihr könnt entscheiden, ob ich mit Bastian da durchgehe oder mit Miri. In der Zeit logge ich um, wo ihr entscheidet. Und ich spreche mit dem ein bisschen kurz. Heißt, ich mache jetzt kurz eine Umfrage an euch. Damit ihr abstimmen könnt, wie wir die nächste Quest machen. Und zwar, welchen Gefährten soll ich jetzt wählen? Oder welchen Gefährten aktivieren, ne? Das wäre eigentlich das Richtige. Welchen Gefährten aktivieren? Das dürft ihr jetzt entscheiden, mit wem ich rumlaufen soll. Miri oder Bastian? Da gibt es jetzt keine andere Antwort. 3 Minuten habt ihr während des Umloggens, um mal zu gucken, ob die jetzt auf den anderen Chars auch freigeschaltet sind und die gleichen Level haben. Könnt ihr das jetzt mitentscheiden? So, jetzt mache ich aber das Bunte ein bisschen weniger. Das verwirrt mich hier gerade selber. Ich kriege davon Epilepsie. So, die Disco-Liste lassen wir an. Aber den Regenbogen haben wir ausgeschaltet. Sehr schön. Heute gibt es keinen Regenbogen. Okay. Erstmal loggen wir mal um. Jetzt haben wir ja beide Gefährten und gucken mal, was so meine Nekromantin dazu sagt. Ob die sagt, ey, ich habe auch Gefährten jetzt. Oder ob die sagt, nö, ich muss die auch alle noch freischalten. Ich glaube, die müssen alle freigeschaltet werden. Das ist ja, da ist ja eigentlich eine Quest mit verbunden. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die geschenkt sind, jetzt für den ganzen Account. Obwohl die Pets, die man durch einen Dungeon-Quest kriegt oder so, sind ja, glaube ich, auch für den gesamten Account freigeschaltet. Ich weiß es gerade nicht. Ich müsste jetzt mal gucken. Das war eine gute Frage von Miramis, muss ich ehrlich sagen. Ich bin schwer gespannt, was da jetzt als Info bei rumkommt. Auf jeden Fall braucht er jetzt ziemlich lange gerade, um das Menü zu wechseln. Aha. Da sind wir ja schon wieder. Also benutzen mal hier nicht die Mama und gehen mal rein. Übrigens, einen Mama-Witz habe ich auch. Vorher habe ich ja so einen Mama-Witz gelassen, der war ja nicht. Mama, Mama, ich möchte nicht nach Amerika. Sei ruhig und schwimm weiter. Den mag ich am liebsten. Aber ich habe noch einen Mama-Witz, der ist nicht ganz so gut, aber den könnt ihr anfordern, indem ihr die Gari-Punkte unten nutzt im Chat und dann sagt Witz anfordern oder Lebensweisheiten, habe ich auch noch ein paar, aber heute die Lebensweisheiten, die ich noch habe, die sind auch Quatsch, also der Witz ist auch schlecht, aber ich habe noch ein paar Sachen, also ihr könnt sie noch mit Gari-Punkten anfordern und als Abonnent, wie Aidan jetzt gerade ganz frisch als Abonnent dabei ist, kriegt man auch schneller Gari-Punkte, da ist nämlich ein Multiplikator bei Abonnenten. Und für alle Follower gibt es dann Gari-Punkte. Also ohne Follow keine Punkte. Jetzt schauen wir mal, wo wir denn mit unserer Nekromantin sind und ob die jetzt auch Gefährten hat. Und wenn sie Gefährten hat, ob die dann die gleichen Level haben und sowas alles. Das ist auch nochmal interessant. So, das ist meine Nekromantin. Und Quest-Tagebuch ist, ihr müsst die Quest abschließen, bevor ihr ihn rufen könnt. Also, man muss schon die Quest abgeschlossen haben, auch der zweite, um denjenigen zu haben. Okay, dann habe ich aber auch so ein Pet gehabt, so eine Spinne aus Razaks Dungeon irgendwie oder so heißt das. Das interessiert mich jetzt, ob sie die auch, hier, Razaks Meister. Ah, die hatte aber, guck, eine Belohnung für den Abschluss der Quest, das Rätsel von Razak. Die kann ich aber rufen, obwohl ich die Quest nicht abgeschlossen habe. Also ein bisschen undurchgängig.
Wenn man also mit einem Hauptcharakter ein Pet mit einer Quest freischaltet, kriegt man das. Wenn man mit einem Hauptcharakter einen Gefährten freischaltet, kriegt man den nicht. Ne? Gut zu wissen. Haben wir heute wieder was gelernt. Also mit jedem Einzelnen den Gefährten freischalten, den Gefährten hochleveln, den Gefährten nutzen. So. Da kann man ja wirklich sagen, die Nekromantin nimmt die bösen Gefährten. Und Garion, auf den wir jetzt wieder zurückloggen, der nimmt Bastian. Es ist nämlich die Anfrage oder die Abstimmung fertig. Und bei der Abstimmung kam raus, ihr möchtet gerne, dass ich mit Bastian rumlaufe. Ihr seid so crazy. Ich hab doch jetzt Miri ein bisschen gelevelt. Die hätte ich doch jetzt zu Ende leveln können. Okay, ich wechsle auf Bastian. Garion kriegt jetzt immer Bastian mit, den Netten. Und sie hier, die Nekromantin, die kriegt jetzt immer Mary mit. Obwohl, die muss erstmal Mary holen. Eieieiei. Aber macht Sinn. Dann sind die Kämpfe einfacher. Das ist sinnvoll. Also irgendwie brauchen wir hier Epilepsie-Warnung gerade im Stream. Ich schreibe mal Epilepsie-Warnung dabei, weil ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Leute gucken, die dann nachher Probleme haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das Epilepsie gibt, was hier gerade abgeht, aber Epilepsie, ich weiß gar nicht, wie Epilepsie geschrieben wird. Epilepsie-Warnung. Ist ja echt hier voll am Blinken alles. Ist aber nicht der ganze Bildschirm. Dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Es ist echt verrückt, was wir hier gerade machen. Epilepsie. Ja doch, so wird es geschrieben. Faszinierendes Wort. Okay, weiter geht's. Was ist Epilepsie? Ach so, das ist eine gute Frage, Opa Rainer. Das ist eine Krankheit. Das haben manche Menschen. Das steht oft in den Spielen am Anfang. Wenn man Spiele startet, dann steht da, wenn einem schlecht wird oder man unkoordiniert zuckt oder solche Sachen, soll man den Arzt konsultieren. Epilepsie ist, wenn man blinkende Lichter nicht verträgt oder blinkende Bilder, blinkende Sachen. Also ja, und dann extrem körperlich darauf reagiert. Das ist halt wirklich eine Krankheit. Die passiert, wenn man falsche Sachen guckt. Das hat was mit Nervenzellen, Fehlfunktionen des Gehirns zu tun. Muss man bei Wikipedia suchen und dann kriegst du das nochmal erklärt. Also es ist wirklich, kann durch solche Blink- und Leucht- und Stroboskop-Effekte und so ausgelöst werden. Und bei Spielen. Das gibt es also auch. Ursache, teils unbekannt, teils auf andere Erkrankungen zurückführen. Hirnschädigung oder Hirnhautentzündung, Gehirnerschütterung, Schlaganfall, Diabetes. Sehr oft führt erst die Kombination aus genetischer Veranlagung und so weiter. Genau. Was ist Epilepsie? Ja, wird auf jeden Fall, dann ziehen sich die Muskeln zusammen, zuckeln, kribbeln und so weiter. Und man kann sogar kurzzeitig weggetreten werden, im schlimmsten Fall Krampfanfall. Also darum schreibe ich das jetzt einfach mal rein. Aber ich glaube, das ist nur schlimm, wenn das ganze Bild blinkt und so. Nicht, glaube ich, wenn hier so ein kleiner Teil blinkt. Trotzdem, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ne? Schreiben wir es mal rein bei dem ganzen Krimskrams, den wir hier heute machen. Okay, so, Bastian ist als Gefährte schon da? Ja, da ist er schon. Jetzt reden wir auch mal mit dem. Den kennen wir nämlich noch gar nicht so gut. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Deshalb, im Notfall amputiert einen Arm mit Beißholz und einer Säge. Keine Sorge, binde den Arm vorher ab. Okay. Jo, Alter, ist klar. Nee, ich amputiere heute mal nix. Bin ich heute nicht für geeignet. Falscher Film. So, Bastian, den lernen wir jetzt heute das erste Mal kennen. Jetzt haben wir ihn endlich. Braucht ihr etwas? Lasst uns über unsere Partnerschaft sprechen. Na, Bastian, wie sieht's mit unserer Partnerschaft aus? Ich lausche. Was habt ihr auf dem Herzen? Was denkt ihr über unsere Freundschaft? Ich vertraue euch. Und das kann ich nicht von vielen behaupten. Sprechen wir über etwas anderes. Ich bin immer bereit zu helfen. Ich lausche.
Was habt ihr auf dem Herzen? Also man kann das Gleiche wieder anklicken, er sagt aber vielleicht was anderes. Ihr seid ja ganz umgänglich. Seid nur ehrlich mit mir und wir werden uns gut vertragen. Viel netter als Miri, oder? Wie kann ich helfen? Ich lausche. Was habt ihr auf dem Herzen? Jetzt wollen wir mal was über ihn erfahren. Ich nehme ein Leben, wenn ich muss, doch ich habe keine Freude daran. Auftragsmörder und Diebe, die ihre Taten mit hochtrabenden Eiden und Gildenbräuchen bemänteln, haben keine Ehre. Mord ist Mord. Und Dinge zu nehmen, die einem nicht gehören, ist falsch. Also mit ihm dürfen wir jetzt kein Diebesgut mehr machen, nichts mehr klauen, keine Leute mehr berauben und dürfen keinen ermorden. Sonst geht die Stimmung mit ihm, die Beziehung mit ihm in den Keller. Deshalb, Miri ist ein bisschen einfacher, wenn man ein bisschen ab und zu mal klaut und so im Spiel. Das dürfen wir mit ihm nicht, sonst mag er uns nicht mehr. Sprechen wir über etwas anderes. Gibt es etwas, was ich tun kann? So, und ihr seht ihr, Bastian sieht euch als freundlichen Bekannten, er ist umgänglich und hier sind seine Skills. Zerstörerische Explosion. Bastian Helix sprengt einen Feind mit Magie und verursacht magischen Schaden. Flammenausbruch schlägt den Feind 8 Meter zurück und betäubt 2,5 Sekunden lang. Frostausbruch verspottet den Feind. Schockausbruch verursacht zusätzlich Schockschaden. Ja, also je nachdem, was er für einen Stab in der Hand hat. Im Moment hat er den Flammenstab. Also schlägt den Feind 8 Meter zurück und betäubt ihn. So, und dann hat er hier noch Drachenblut. Bastian Halix verlässt sich auf sein drakonisches Blut und stellt so 8 Sekunden lang seine maximales Lebens wieder her und während er 20% weniger Schaden erleidet. Ne? Also er hält dann auch gut was aus. Das ist schon mal super. Also er hat ganz andere Skills als Miri. Man muss also wirklich wissen, welche Skills nutzt man irgendwann. Mit Level 2, mit Level 7, mit Level 12. Und ja, Ausrüstung haben wir bis jetzt noch keine gefunden für die. Ich zeige ihn euch aber trotzdem mal, wie er anders aussieht. Oh, Inventar ist voll. Nee, zeige ich euch nicht. Ja, wie halt ein nackter Bretone halt aussieht. Ist jetzt nichts Besonderes, außer mit Unterwäsche. Ne? Also, so, und die Skills gucken wir uns dann an, wenn wir sie einsetzen können, was es denn da noch gibt. Es gibt noch Feldschmetterer, es gibt noch Anzünden. Das gucken wir uns also dann nachher mal an, wenn wir ein Level gemacht haben. Wir machen ihn jetzt aber schöner, wir geben ihm jetzt eine coole Rüstung oder irgendwas Schickes. Und Aiden sagt schon, das ist langweilig. Ja gut, der ist halt nett. Ne? Jetzt ist die Frage, was gefällt uns besser, nett oder böse? Ja, ich suche mal was, was trotzdem ein bisschen kriegerisch aussieht. Nee. Oder sollen wir ihn mal ein bisschen hier so... Nee. Nee. Vielleicht das hier ist besser. Ah, langsam ist er brustfrei. Nee, lassen wir das mal. Okay, wir machen eine etwas... Ah, die ist nix. Ah. Ja, die sieht cool aus. Ich mag blau. Er ist zwar Zauberer, eigentlich müsste... Nee, dann nehmen wir die Zauberrüstung. Also ich weiß nicht, was ich ihm anziehen soll. Solche schwierigen Entscheidungen. Yo, komm hier. Jawohl, Manimakor. So sieht er gut aus. Jetzt geben wir ihm noch irgendwas Feuriges, irgendein heftiges Tier. Was haben wir denn da? Ein Bär? Ja, komm, hier so ein Dwemer-Bär. So. Jo, sehr schön. Jetzt haben wir hier beide zwei Schwergewichte. Und jetzt werden wir Bastian mal ein bisschen leveln. Gut ist mindestens einen Toten alle 3 Minuten, ja. Okay, das ist dann eher Miris Fall. Und Bastian Helix hat die nächste Fähigkeit. Harte Arbeit zahlt sich aus. Es ist noch nie jemand in Schweiß ertrunken. Ein Kampf gemacht, harte Arbeit. Ist klar. Was habt ihr auf dem Herzen? So, jetzt haben wir auf jeden Fall noch einen weiteren Skill-Slot. Und können jetzt sagen, kriegt er da Anzünden rein? Bastian Halix entsendet einen sengenden Feuerball auf sich oder einen Verbündeten, um Wunden auszubrennen und so bis zu 5100 Leben wiederherzustellen. Dann ist er Heiler, wenn wir das hier nutzen. Oder Bastian Halix schleudert einen Felsbrocken auf einen Feind und verursacht 5600 physischen Schaden. Hiermit machen wir schon Schaden. Hiermit kann er sich selber heilen. Ich würde sagen, er soll mich heilen. Ich bin der Damage-Dealer.
So. Wenn jetzt andere hier zugucken, die mich kennen in Dungeons und so, du bist Damage-Dealer? Never. Du doch nicht. Aber ich versuch's. Ab und zu versuche ich's. So. Jetzt gehen wir aber mal weiter. Jetzt geht's nämlich zur nächsten Quest. Und zwar habe ich euch versprochen, wir machen heute noch die Krähen-Quest. Hier betretet die Ruinen von Arpenia. Das wurde auch ebenso gefordert, weil wir hatten eben eine Abstimmung. Bedeutet, jetzt geht's ganz hier wieder nach Norden. Zum Glück haben wir hier einen Wegschrein in der Nähe, nämlich hier. Und dort werden wir dann... Ich bin direkt hinter euch, Partner. Jawohl. So, kommt jetzt. Hier ist Diebesgut. Jetzt klauen wir. Wir machen jetzt sofort schlechte Laune bei ihm. Oh wei, oh wei. Jetzt mag er uns nicht mehr. Schwert des Frostbisses. Im Moment klappt... Nicht. Ja, Beziehung... Ich hatte gedacht, ihr habt dem Diebstahl abgeschworen. Beziehung verschlechtert. Ich hab's euch gesagt. Der mag das nicht. Der geht gleich. Schön, dass du 2 Stunden lang die Gefährtenquest gemacht hast. Bastian Helix mag dich nicht mehr. Er geht nun. Super. Habe ich ja wieder gut hingekriegt. Bastian Helix verlässt die Gruppe. Hä? Kann das passieren? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Aber wie ist er denn drauf, wenn er mich nicht mehr mag? So, ich kämpfe nicht mit, lass mich in Ruhe oder was macht er dann? Keine Ahnung. Hier ist noch die Tagesquest, die wir kriegen. Damit können wir die... damit können wir seine Meinung wieder verbessern. Also das hilft, bei die Tagesquest zu machen. Wir gucken jetzt mal, ob der Weltboss da ist. Eben war er die ganze Zeit nicht da. Scheint nicht mehr zu respawnen oder so. Vielleicht ist er jetzt da und dann können wir danach... Besiegt Kriegshäuptling Zatosch und, wie gesagt, die Weltboss machen und dann diese Krähenquest. So, ein bisschen Story machen wir heute noch, auch wenn es eben, als ich Bastian gekriegt hat, nichts von der Story zu sehen war, weil es nur Sticker gab und nur Geräusche. Also für alle, die die Quest von Bastian Helix nochmal in Ruhe gucken wollen, die gibt's schon auf meinem Kanal auf YouTube. Da könnt ihr mal PTS Bastian eingeben oder so. Dann ist die Quest ohne den ganzen Stress, den wir eben hier mit Sounds und Bits und allem möglichen hatten. Da ist die Quest schon mal da. Von Bastian.